Natürlich war Yannick gestern echt traurig. Glaube. Ja, klar. Er findet dich toll, ne? Ja. Er findet dich echt toll. Natürlich war er traurig. Ja, ist halt schwierig, wenn man wirklich Interesse an zwei Typen hat und die beide aber irgendwie doch unterschiedlich sind. Wenn es danach geht, passt Heike eigentlich ziemlich gut zu Yannick. So geht's dem ja auch immer. Wie ging's dir gestern? Ja, nicht gut. Ich war enttäuscht. Ja, ich hätte halt echt gedacht, dass du dich klar für mich entscheidest. So. Deswegen, es hat mir schon so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen, aber weil damit hättest du halt was stärken können. Weißt du, du musst dich halt in eine Richtung wenn orientieren, weißt du, was ich meine? Sagt genau der Richtige. Dominik braucht jetzt professionelle Hilfe. Von der Spezialistin für nachhaltiges Entscheiden. Was geht? Ja, ich bin im Moment so ein bisschen in meinen Gedanken. Warte kurz, ich höre dir sofort zu. Aber ich wäre in der glitzengleichen Situation gewesen. Wenn ich da mit dir hingegangen wäre, dann würde ich mir jetzt denken, okay, dann habe ich jetzt die glitzergleiche Situation mit Dominik. Weißt du ja nicht, weil ich bin anders drauf. Vielleicht hätten wir einen ganz anderen Abend gehabt. Vielleicht wäre der Abend ganz anders verlaufen. Ja, das weiß ich schon. Das ist. Ja, und vielleicht wärst du dir da danach im Sicheren gewesen, was du möchtest. Das kann ich ja vorher nicht wissen. Ich kann sehr überzeugend sein. Wenn ich in der Private Suite gewesen wäre, wäre es auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen anders gelaufen. Ich fühle mich ja mega wohl bei ihr, so dass ich mich ihr hingezogen fühle und dass ich die Zeit mit ihr mega genieße. Also ich würde ihn voll gern kennenlernen. Trotzdem, wenn ich dich sehe, habe ich irgendwie so ein nach wie vor das Interesse. Das ist halt irgendwie. Ja, und das meine ich. Ja, aber was soll ich machen? Ich kann es nicht steuern. Ich kann ja auch nicht lügen jetzt. Aber ich weiß es nicht. Aber du wirst da nicht rauskommen, das sag ich dir so, wie es ist. Da wirst du nicht rauskommen. Wenn sie halt im Moment noch überfordert ist mit der Situation, dann werde ich ihr nicht auf die Pelle rücken oder sonst was. Ja, was ist denn jetzt dein Plan? So, wie willst du weiter vorgehen? Ich hab keinen. Deshalb rede ich da jetzt mit dir, damit du mir ein bisschen weiterhilfst. Sehr, sehr viele Leute würden halt dann jetzt so komplett Vollgas dauerhaft so an ihrem Arsch kleben. Ich mag dich auf jeden Fall. Du bist eine coole Person. Hast auch ein gutes Herz. Ich weiß, es ist schwierig, aber du wirst hier die Entscheidung treffen. Ja, also ich versuch es locker zu machen. Spiel auch mal mit deinem Humor. Ja, mach ich auch. Kleiner Tipp. Ja, mach ich. Ja, vielleicht weiß ich es ja bis heute Abend. Vielleicht. Yannick hat meine Hand genommen und dann habe ich gemerkt, das fühlt sich gut an. Und dann war ich wieder verwirrt. Slowly but surely into her heart. Her heart. Mhm. Love hurts. Wird schon. Ja, muss. Ja? Muss. Daumen hoch, aktiviert die Glocke, abonniert unseren Kanal und verpasst kein Video mehr.